Herzlich willkommen zurück im nächsten Video. In diesem Video behandeln wir das Thema, was sind Quoten? Eine Quote bei Sportwetten ist die Darstellung einer Wahrscheinlichkeit in einer Dezimalzahl. Das ist hauptsächlich in Europa der Fall, zum Beispiel 2,3. Fraktionalzahlen, US-Format, als Beispiel 3 gebrochen durch 2. American-Quote, als Beispiel plus 170. Hongkong-Quote, als Beispiel 0,34. Indonesien-Quote, als Beispiel minus 1,25. Und Malaysien-Quote, als Beispiel minus 0,5. Diese Arten von Quotendarstellungen gibt es im Sportwettenbereich. Wir beschäftigen uns aber in diesem Videolehrgang mit der üblichsten Form in Europa, das ist die Dezimalzahl. Wettanbieter berechnen ihre Spielausgänge immer in sogenannten Wahrscheinlichkeiten. Und diese Wahrscheinlichkeiten werden immer in Prozent dargestellt. Eine Quote ermittelt sich dann aus folgender Formel. 1 dividiert durch die Wahrscheinlichkeit ergibt uns dann die Dezimalquote. Als Beispiel habe ich hier einen Tennisspieler namens A, der von den Buchmachern eine 80%ige Wahrscheinlichkeit auf den Match-Sieg bekommt. Und jetzt geht der Buchmacher her und rechnet das für den Endkunden wie folgt um. 80% ergibt als Dezimalzahl den Wert 0,80 und die dazugehörige Quote ermittelt sich dann 1 gebrochen durch 0,80 ergibt den Wert 1,25. Und das ist das, was wir dann auf dem Quotenblatt oder online, wenn wir auf eine Quote draufklicken, sehen werden. Wenn wir jetzt zum Beispiel diese Quote von 1,25 mit 100 Euro spielen würden, ergibt dies eine mögliche Auszahlung von 100 Euro mal der Quote 1,25 ist der Wert 125. Und somit sind wir bei der zweiten wichtigen Formel. Einsatz mal der Quote ist unsere mögliche Auszahlung. Es gibt zwei Arten von Quoten, sogenannte feste Quoten und variable Quoten. Feste Quoten, das sind jene Quoten, die wir zum Beispiel auf Quotenblätter sehen oder online anklicken können. Die können nachträglich ab dem Zeitpunkt, wo wir sie gespielt haben, nicht mehr geändert werden. Das heißt, das ist bindend zu diesem Zeitpunkt. Und der Vorteil an festen Quoten ist, wir wissen zum Zeitpunkt der Wettabgabe, wie viel wir ausbezahlt bekommen, wenn unsere Wette richtig ist. Der Nachteil ist, dass zum Beispiel Quotenveränderungen, die noch vor Spielbeginn stattfinden, dann nicht zu unseren Gunsten genutzt werden können. Es könnte sein, dass wir 5 Stunden bevor das Spiel anfängt auf Sieg eine 1,25er Quote bekommen für diesen Tennisspieler, aber zum Beispiel die Quote dann 10 Minuten vor Spielbeginn auf 1,30 steigt. Das heißt, für uns zählt der Zeitpunkt der Wettabgabe und die Quote, die was wir zu diesem Zeitpunkt erhalten. Bei variable Quoten, dies wird verwendet hauptsächlich bei sogenannten Pools-Bettings oder bei Lotto oder Toto. Hier zahlen viele, viele Menschen in einen Pool ein, wo vorher noch nicht die Quote feststeht. Erst wenn das Ereignis zu Ende ist, zum Beispiel bei Lotto die Ziehung zu Ende ist, wird dann anhand von den gesamten Tipps, die was hier gespielt wurden, gibt es dann eine Auszahlung. Und die ist dann abhängig, wie viele Leute haben denn den gleichen Tipp wie ich gespielt. Und der Vorteil an variable Quoten ist, wir können dadurch, wenn wir zum Beispiel Außenseiter-Tipps spielen, überdurchschnittlich viel gewinnen, wenn sehr wenige Teilnehmer denselben Tipp wie wir gespielt haben. Der Nachteil an variable Quoten ist, wir können schwer bis gar nicht berechnen, zu welcher Quote wir unsere Wette abgeschlossen haben. Das war's in diesem Video zu den Quoten. Wir sehen uns im nächsten Video.